Hallo Leute und willkommen zum Vlog Nummer 1160, der erste offizielle in diesem Jahr samt Vladi Kant und Jojunskaya, die gerade unter dem Schreibtisch vorbeigeschossen ist. Der Vladi möchte nämlich gern spielen und die Juna eher nicht so. Kann also sein, dass sie gleich im Hintergrund nochmal schimpft, wenn er sie nochmal zum Fangspielen animieren möchte. Aber darum soll es jetzt natürlich nicht gehen. Wir wollen auch in diesem Jahr, wie gehabt, weiter mit dem Absurd des tannischen Irrsinn uns so ein kleines bisschen befassen. Auch wenn der Vlog dieses Mal ein bisschen ungewöhnlich wird. Ich habe nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Themen für euch, aber da springt ein Thema so ein bisschen zum anderen. Das bedeutet, ich habe kein so wirklich banales oder lustiges Thema für den Einstieg. So ziemlich jedes Thema ist ziemlich brisant, was wir dieses Mal haben. Aber ich kann eben jetzt nicht hier ganz entspannt die Themen getrennt voneinander besprechen. Wir müssen schauen, dass wir da von dem einen Thema irgendwie sinnvoll zum nächsten Thema wechseln und wieder zurück und so. Das heißt, die Tagesthemen, die kommen dieses Mal sehr, sehr früh im Vlog. Wir werden auch nicht ganz so lange bleiben und nicht ganz so lange reden vielmehr. Wir waren ja gerade schon eine ganze Weile unterwegs, nur dass sich da keiner wundert, warum der Vlog diesmal ein bisschen anders aufgebaut sein wird. Das liegt einfach an den Meldungen, die sehen sich haben. Wir starten mit dem fast schon harmlosen vom ZDF. Das ZDF heute hat nämlich berichtet, dass unser Finanzminister der Lindner, dass der nun mit dauerhaft hohen Energiepreisen rechnet. Da könnte man jetzt erstmal fragen, okay, und was ist da jetzt die Neuigkeit dran? Ist ja nicht so, dass die angeblichen Verschwörungstheoretiker doch schon seit der Wahl der Grünen gesagt haben. Ja, das kommt jetzt offensichtlich im Mainstream nun auch an. Denn dem Lindner ist aufgefallen, ja, also so Pipeline-Gas ist ja irgendwie immer ein bisschen günstiger, weil die Pipeline ja schon da ist und die Logistik steht, als wenn man da Tanker für fahren lassen muss und da irgendwelche Terminals bauen muss und die dann um halben Globus erst gondeln lassen muss. Ja, was für eine große Weltneuheit, dass es natürlich günstiger ist, Gas durch eine Pipeline zu beziehen, als tausende Tanker in Alarmbereitschaft zu versetzen. Das fällt aber nun dem Finanzministern auf und seine lapidare Aussage ist, naja, die Energiekosten, die werden wohl dauerhaft hoch bleiben. Okay, das heißt aber, wenn man da jetzt ein bisschen weiterdenkt, dass die Wirtschaft dauerhaft auf dem absteigenden Ast bleiben wird in dem Land. Denn Energiekosten, die sich keine Firma leisten kann, Vladi, wir klettern nicht in den Baum, du hast den Katzbaum nebenan. Energiekosten, die sich keine Firma dauerhaft leisten kann, die sorgen a dafür, dass noch bestehende Unternehmen, sofern sie die Möglichkeit haben, abwandern oder aber, wenn sie die Chance nicht haben, aufgeben müssen, pleite gehen und b, dass auch kein neues Unternehmen dazukommt. Denn wovon denn, woher nehmen wir nicht stehlen? Wenn die Bedingungen so katastrophal sind, dass noch nicht mal das Grundbedürfnis der Energie gedeckt werden kann, ja, wer würden da in dem Land noch investieren? Also dauerhaft hohe Energiepreise heißt im Umkehrschluss, dauerhaft schlechte Bedingungen für die Wirtschaft. Glückwunsch, Deindustrialisierung voraus, ist ja selbst wem ist es aufgefallen? Oh, dem Gewerkschaftsverband irgendwie. Wir hatten ja darüber gesprochen, die Vorsitzende vom Gewerkschaftsverband so und so, die hat das ja nun auch mitbekommen. Sieht ein bisschen nach Deindustrialisierung aus, wenn die Politik so weitermacht, ist nicht die allerbeste Idee. Aber er hat noch eine Aussage rausgehauen, bei der ich auch etwas an seinem wirtschaftlichen Grundverständnis gezweifelt habe. Und ich dachte eigentlich, dass der Lindner da ein bisschen Ahnung von hat. DGB war es, dankeschön. Der hat nämlich mitgeteilt, naja, die Preise, die werden zwar hoch bleiben, aber ohne die ruinösen Spitzen. Worum geht's? Kater, geht's dir gut? Habt ihr einen Baum wackeln sehen? Da ist der Kater drin. Es gab ja nun in diesem Jahr die eine oder andere Sonderbelastung finanziell gesehen. Das heißt, von jetzt auf gleich gab es horrende Rechnungen für Einzelkunden wie auch für Großkunden, für Unternehmen, die auch teilweise tatsächlich dazu geführt haben, dass einige ihre Nebenkosten, ihre Energiekosten nicht mehr bezahlen konnten. Weil die so aus dem Ruder geschlagen sind, dass das finanzielle Aufwendungen erfordert hätte, die schlichtweg nicht mehr drin waren, nachdem die Politik eben jener Unternehmen bereits seit 2 Jahren gebeutelt hatte und verboten hatte zu arbeiten. Waren also keine Rücklagen mehr da. Der Lindner redet es nun also schön, es wird ja keine ruinösen Spitzen mehr geben, aber die Preise, die bleiben dauerhaft hoch. Also fassen wir das mal ganz kurz zusammen, lieber Lindner. Das Problem sind nicht mal die Spitzen an sich. Ja, die sind schlimm genug. Aber ein gesundes Unternehmen, was nicht politisch kaputt gemacht wurde, das kann gewisse Spitzen zumindest temporär abfangen. Das kriegt es durchaus hin, ab und an mal, wenn da wirklich irgendeine besondere Belastung besteht, dafür durchaus aufzukommen, ohne dass es gleich Insolvenz anmelden muss. Wenn aber dauerhaft hohe Preise vorhanden sind, die sich eben nicht mehr decken können aus dem Tagesbetrieb des Unternehmens, wenn also nicht genügend Einnahmen vorhanden sind, um die Ausgaben weiterhin zu decken, ja, dann haben wir da ein handfestes Problem, was sich auch nicht lösen lässt.
eine besondere Spitze, eine besondere Zusatzausgabe, okay. Wenn die einmalig ist, können sehr viele Firmen das ab. Ja, jetzt in Absurdistan nicht mehr, die hatten ja eben jene Sonderausgaben die letzten 2 Jahre schon. Aber unter normalen Umständen wäre das nicht das große Problem. Kennt ja jeder von sich selber auch, wenn dann mal der Kühlschrank kaputt geht. Gut, das ist scheiße, das will man nicht, das muss nicht sein. Aber meistens, wenn man vorher nicht kaputt gemacht wurde von der Politik, meistens kann man sich's ja irgendwie doch noch leisten, einen neuen Kühlschrank zu kaufen. Wenn das einmal passiert in mehreren Jahren. Wenn man aber jedes Jahr einen neuen Kühlschrank kaufen muss, dann sieht das teilweise schon weniger gut aus. Wenn man aber dann noch ein bisschen weitergeht und beispielsweise jeden Monat oder jede Woche einen neuen Kühlschrank kaufen sollte, dann ist Schicht im Schacht, dann ist irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht. Bedeutet, besondere Spitzen sind ein deutlich geringeres Problem als permanent hohe Preise. Das ist dem Finanzminister aber nicht aufgefallen. Der erzählt nur, naja, die Spitzen, die wird es vielleicht nicht mehr geben, aber die dauerhaft hohen Preise, die bleiben. Ja, Glückwunsch. Und genau dadurch wird der gesamte Mittelstand vor die Hunde gehen. Denn dauerhaft höhere Ausgaben als Einnahmen kann sich kein Unternehmen leisten. Glück haben die, die noch vorher die Kurve gekratzt haben, die ihren Firmensitz noch verlagern konnten. Kann ja auch nicht jedes Unternehmen, je nachdem in welchem Bereich es tätig ist. Und wenn sie zu klein sind, um mal eben die gesamte Produktion nach zum Beispiel nach Österreich zu verschiffen oder in die Türkei oder nach China oder sowas, dann gucken sie jetzt traurigerweise ziemlich, ziemlich böse in die Röhre. Und Tendenz weiterhin so, wird wohl weiterhin so beibehalten werden. Aber er geht ja davon aus, der Finanzminister da, dass na, vielleicht die Inflation ein bisschen abebbt. Ja, das ist ja schön. Das ändert nur leider an der Misere, in der das Land bereits steckt, nicht mehr allzu viel. Die Inflation kommt noch on top obendrauf. Aber wenn noch nicht mal mehr die Grundvoraussetzungen vorhanden sind, Verzeihung, aber da ist Inflation dann auch noch eins der geringsten Übel. Da wird ja nur noch das schneller abgezockt, das schneller zerstört, was die Unternehmen vielleicht noch an Besitz haben. Aber lassen wir den Finanzministern mal Finanzministern da sein. Ist schon echt abstrus, dass das jetzt schön reden möchte, dass es ja dann nur noch dauerhaft hohe Preise sein werden, weil die Logistik ja viel teurer ist. Aber zumindest die Spitzen wollen sie abfedern. Und man müsse sich darauf einstellen, interessantes Zitat an der Stelle, dass es ein neues Normal sein wird. Dauerhaft hohe Preise werden ein neues Normal sein. Naja, es gibt da durchaus eine Möglichkeit, dieses neue Normal relativ schnell wieder zum alten Normal zurückzubewegen, nämlich indem man die Grünen zum Teufel jagt und stattdessen die soliden Kraftwerke, die wir haben, wieder einschaltet. Und vernünftige Gaslieferwege verwendet, die es seit Jahrzehnten mittlerweile gibt, die also möglicherweise eine gewisse Abhängigkeit herbeigeführt haben, aber das ist eine politische Geschichte über viele Jahre aufgebaut, die aber funktionieren. Wäre zu einfach, ich weiß. Aber sich hinzustellen und zu sagen, ja, es wird das neue Normal, dann scheiß ist das, lieber Chrissy, wenn die Bevölkerung irgendwann die Schnauze voll hat und die Grünlinge dahin schickt, wo sie hergekommen sind, nämlich unter den veganen Stein, dann hat sich die Sache auch wieder erledigt. Die Kraftwerke, die haben wir noch, das Fachpersonal dafür gibt es zumindest in Teilen auch noch. Sicher, viele davon gehen in Rente oder in Pension, aber bis man irgendwie es überbrücken kann und neues Fachpersonal ausgebildet bekommt, kann man zumindest einen Teil davon auch wieder reaktivieren. Da würde bestimmt kaum jemand Nein sagen, wenn er nochmal einen Jahresvertrag oder einen 2-Jahres-Vertrag bekommt. Ordentlich entlohnt natürlich und sein Kraftwerk nochmal ein bisschen weiter betreibt. Wäre also alles machbar, wenn man es denn wollte. Aber nö, uns wird stattdessen erzählt, ja, da müsst ihr euch jetzt einfach dran gewöhnen. Das ist ja völlig normal, dass die Preise steigen. Das ist einfach das neue Normal. Nee, ist es nicht. Das haben die Grünen herbeigeführt und das war von Anfang an klar. Ja, sicher, die Gier hat den Weg dafür bereitet, aber die Grünlinge haben genau das durchgepeitscht, was sie seit Jahren wollten, was sie immer wieder gefordert haben. Sie wollten eine Deindustrialisierung, sie wollten eine Demobilisierung der Bevölkerung, sie wollten im Prinzip zurück zum Arbeiter- und Bauernstaat. Nee, Arbeiter fällt weg, zum Bauernstaat. Ja, aber Landwirtschaft braucht eben auch Energie. Und von der Landwirtschaft haben die Grünen die allerwenigste Ahnung. Also im Prinzip sämtliche zivilisatorischen Errungenschaften, dass man eben auch mal eine Möglichkeit hat, als normaler Mensch, der jetzt nicht der Politkaste angehört, vielleicht mal in Urlaub zu fliegen oder einfach mal einen Ausflug zu machen in eine Stadt, die 100, 200, 300 Kilometer entfernt liegt, was man eben so tut. Das ist den Grünen ein massiver Dorn im Auge. Die wollen wieder zurück zum Eselkarren, soll doch jeder in seiner kleinen Bucht hocken, bloß nicht aufmucken und brav das Kreuzchen an der richtigen Stelle machen und sein Eigentum abgeben. Naja, das wird bei der Bevölkerung wohl so lange nicht mehr allzu gut funktionieren, liebe Grünlinge. Fällt ja langsam aber sicher auf, dass es komischerweise in anderen Ländern auch nicht so katastrophal abläuft, trotz Inflation. Die hängen ja auch mit in den globalen Lieferketten.
Aber da wird die Bevölkerung eben nicht so abgezockt. Da haben wir dann die Spanier, die mal eben sagen, jetzt streichen wir aber die Mehrwertsteuer auf die Grundnahrungsmittel. Bereichert sich die dortige Gier eben nicht mehr am Inflationselend der Bevölkerung. Aber hier, naja. Da gibt es dann ein Hilfspaket, was man sich vorher selbst finanziert hat mit horrenden Steuerabgaben. Lassen wir den Finanzministern mal weiter ministern und gucken uns die nächste Meldung an, die uns dann direkt in Richtung großes Tagesthema führt. Und das ist ein großer Tagesthemenkomplex, was das angeht. Denn berichtet wurde unter anderem von der Bild-Zeitung, habe ich bei uns bei Discord aus der Konfliktraute gezogen, Dankeschön dafür. Findet ihr aber auch in jedem News-Tick, aber heute das ganz große Thema. Aber wenn die Jutskaya-Community das einwirft, dann will ich das natürlich gesondert hervorheben, weil es ja dann auch euer Verdienst habt, da mitgearbeitet, die Nachricht rauszusuchen. Deswegen Quelle Jutskaya, der Bild-Zeitungsartikel. Bei der Berliner Polizei, da ist man mal wieder am Puls der Zeit. Man schaut sich die echten Probleme dieses Landes an und sucht Möglichkeiten, um sie zu beheben. Könnte man meinen. Ist aber leider nicht so. Bei der Berliner Polizei überlegt man nämlich gerade, wie man am besten politisch korrekt reden kann, damit die Wahrheit möglichst, vielleicht nicht so die ganz große Runde macht. Wahrheit im Sinne von Täterbeschreibungen bei Straftaten. Wenn es um Fahndungen geht, wenn es um Polizeiberichte geht, also um durchaus verifizierte Angelegenheiten, da verwendet die Berliner Polizei diskriminierende Begrifflichkeiten, so der Vorwurf gewisser politischer Kreise. Und weil man ja so schön obrigkeitshörig von weggaloppiert und auch nicht wirklich möchte, die Möglichkeit hat, mit dem rot-rot-grünen Senat irgendwas Realpolitisches zu besprechen, springt man natürlich galoppierend vorneweg und erzählt, ja, wir müssen aber jetzt unseren Sprachgebrauch ändern. Das kann ja nicht sein, dass wir Begriffe wie südländisch nutzen. Weil südländisch, das ist ja geografisch völlig falsch. Oder ungenau vielmehr. Stattdessen, weil das ja so diskriminierend und negativ besetzt wäre, stattdessen solle künftig von westasiatisch gesprochen werden. Im Moment, sind die Mongolen in Afrika eingefallen? Ja, die Mongolei an sich ist nicht in Westasien, schon klar. Aber das Mongolische Reich hat sich bis nach Europa teilweise reingezogen. Das war dann eben schon westasiatisch. Könnte man jetzt ein bisschen weiterspinnen, haben wir eben nicht mehr 1300, sondern 700 Jahre später. Da reiten die Mongolen jetzt vielleicht auch in Afrika ein, oder wie? Fragen über Fragen, weiß man nicht genau. Ist also genauso geografisch ungenau wie das sogenannte Südländische. Die Sache ist nur, es geht hier um einen gewissen optischen Phänotyp, was das angeht. Das heißt, man verwendet diese Beschreibung in aller Regel im Zusammenhang mit einer Täterfahndung. Wenn man irgendjemanden dingfest machen will, Überwachungskameraaufnahmen hat, Zeugen sucht, dann schreibt man da eben rein von Seiten der Polizei. Zeugen gesucht, die beobachtet haben, wie beispielsweise zwei Männer, schwarze Jacke, blaue Hose, rote Handschuhe, kurze schwarze Haare, etwa 1,80 groß südländischer Typ, wie die eine Bank ausgeraubt haben. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. So, für sowas verwendet man das eigentlich, weil man sich unter der Bezeichnung südländisch eben mittlerweile traurigerweise was vorstellen kann. Und das ist jetzt kein böses Vorurteil, das hat sich jahrelang ergeben aus dem ein oder anderen unschönen Ereignis, um das mal so zusammenzufassen. Weil das aber nur so böse ist, weil man südländisch nicht mehr sagen darf, weil das ja böse Medien verwenden würden, möchte man es jetzt politisch korrekt als westasiatisch bezeichnen. Okay, und beispielsweise Nordostafrika, das liegt jetzt in Westasien. Oder teilweise auch Nordwestafrika, das ist alles Westasien. Da haben sich die Asiaten aber ganz schön ausgebreitet. Kolonialismus, sage ich da nur, ist natürlich Blödsinn, aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es ist doch wirklich Gaga. Das soll nun das allgegenwärtige Probleme in Berlin lösen. Man möchte nicht mehr so genau darüber reden. Man erfindet einfach eine neue Bezeichnung, mit der keine Sau irgendwas anfangen kann. Wird sich sicher relativ schnell entwickeln. In ein paar Monaten weiß jeder, was die westasiatische Partyszene ist. Aber man tauscht einfach ein Wort aus und tut so, als gäbe es ja gewisse Probleme nicht. Dann gibt es nämlich künftig kein Problem mehr mit Leuten südländischer Optik, die gewisse Events veranstalten, da gibt es dann künftig plötzlich keine Partyszene TM mehr. Das sind dann die westasiatischen Partymanager. Das sind ja was völlig anderes. Das ist eigentlich genau das Gleiche, aber das ist dann das, was bei der Bevölkerung hängen bleibt. Aber okay, es wird aber noch abstruser, denn es gibt tatsächlich ein bisschen Kritik, die aber nicht ganz so gut ankommt, wird nämlich schon gegen die Kritik gehetzt.
Und so wurde beispielsweise selbst vom Polizeigewerkschaftsvorsitzenden Wendt angemerkt, naja, dass die Berliner Polizei eigentlich was anderes bräuchte als eine Sprachschule. Denn die Schattenseiten der gewissen Migrationspolitik, die lassen sich nicht einfach wegdefinieren, indem man Begrifflichkeiten umändert. Ja, natürlich wird da auch wieder gleich Rassismus geschrieben, wie kann der Herr Wendt nur? Aber er hat doch absolut recht. Man hat ein Problem, das haben wir gestern ganz gut in Berlin dann sehen können. Kommen wir gleich zu, aber ich habe auch ein Thema für euch, das ist eigentlich nicht so schön. Das ist das zynische Grinsen an der Stelle. Liegt einfach nur daran, dass es Themen sind, die wir immer wieder auspacken. Und schön, dass es dem Mainstream jetzt mal auffällt. Kann man in Berlinistan also ein Lied von singen, was da abgeht? Man konnte die Auswirkungen einer gewissen Politik gestern ganz wundervoll live erleben. Und natürlich verschwinden die nicht, indem man jetzt sagt, das sind die Westasiaten. Man kann auch sagen, das sind die Marsmännchen, aber das ändert am Sachverhalt eben auch nichts. Dass man sowas dann als Lösungsstrategie anpreisen will, naja, es ist ein bisschen lächerlich und es ist typisch Berlin. Jetzt gibt es also einen politisch korrekten Sprachleitfaden, was die Polizei eigentlich noch sagen darf. Ach so, und wenn westasiatisch dann auch negativ behaftet ist, aufgrund eben jener Vorkommnisse, dann benennen wir das Ding einfach wieder um. Dann. Mittelmeerassische Partyszene oder so. Das wäre dann vielleicht der nächste Schritt. Hat man wieder eine neue Schwurbelei erfunden, die aber de facto den gleichen Sachverhalt beschreibt wie die anderen bereits verbrannten Beschreibungen jahrelang vorher auch schon. Aber wird ja von vielen nicht hinterfragt. Das interessiert ihr dann keinen. Gucken wir uns aber jetzt die Geschehnisse in Berlinistan an. Und da haltet euch mal ein bisschen fest. Das ist nämlich ein ziemlich harter Tobak, was sich da mal wieder zugetragen hat. Vielleicht noch was Lustiges fast schon. Wir haben was Kleines von unserer lieben Dolores, die Verteidigungsministerin. Da hat die BZ berichtet, dass ihr offensichtlich kurz vor Mitternacht vielleicht schon mit ein paar Sektintos aufgefallen ist. Sie hat noch gar keine Neujahresansprache für Instagram. Und das muss man ja machen als Politiker, der was auf sich hält. Man muss sich ja vor jede Kamera schmeißen. Und wie sieht denn das aus, wenn man da nicht ein bisschen mit trommelt und erzählt, wie geil man doch ist? Und na, so das Klassische, wie die eben da vom Stapel lassen zum Ende des Jahres. Wie toll sie doch sind. Und dem, naja, dieses ganze hohle Geblöke. Ob da nun das Senilus labert oder unser Grüß August. Oder die Verteidigungsministerin, die Uschi. Nee, ist ja nicht die Uschi, die Dolores. Macht ja keinen Unterschied. Wer nicht weiß, wer Dolores ist, Dolores Umbridge, Harry Potter. Also schaut es euch mal an, da gibt es gewisse Überschneidungen. Natürlich heißt sie in echt nicht Dolores, aber immer wenn ich diese Dame sehe, denke ich an Dolores Umbridge. Deshalb ist es hier einfach nur Dolores. Ich weiß, dass sie nicht Dolores heißt, aber ich kann es mir nicht verkneifen. Die hat kurz vor Mitternacht offenbar noch schnell was für Instagram aufgenommen mit einem Handy auf einem Platz in Berlin. Hat da versucht, so die hohlen Phrasen zu brechen, die auch der Praktikant hätte vorlesen können. Die BZ hat angemerkt, sie wirkte da etwas hilflos und offensichtlich hat sie es auch nicht vorbereitet, wusste also gar nicht, was er eigentlich sagen wollte. Hat auf mich ganz ähnlich gewirkt. Also es kam mir auch sehr, sehr verloren vor. So nach dem Motto, da muss man die Oma noch schnell abstellen und die Oma muss noch schnell den Enkeln ein schönes neues Jahr wünschen, obwohl sie gar keinen Bock drauf hat. Hat man auch in der Mimik gesehen, die sah sehr, sehr unsicher aus. Also es wirkte alles sehr erzwungen und so dieses klassische, naja, das klassische Phrasengedresche aus dem Baukastenprinzip, was jeder Politiker gleich zusammensetzt, wo wahrscheinlich eine PR-Abteilung für alle die Reden schreibt. Was dann dementsprechend auch leicht austauschbar ist, damit jemand anderes drüber erzählt. Man hat sie kaum verstanden, denn war ordentlich laut in Berlin. Könnte man sich eigentlich mit 20.000 pro Monat durchaus leisten, das mit einer vernünftigen Technik aufzunehmen. Also vielleicht auch ein Kameramann, wenn man denn eine Neujahresansprache halten will. Mit dem Handy ist ja schön und gut, machen wir ja auch so. Aber als offizieller Regierungsvertreter, da erwarte ich dann schon, dass man es a. akustisch versteht und b. dass die sich vielleicht vorher einen kleinen Plan drüber machen. Das ist nämlich nicht mal eben so salopp dahergesagt, wie man das unter Freunden macht und dass da eine gewisse Professionalität zu erkennen ist. Wenn das irgendwie eine kleine Schülerzeitung wäre, völlig okay. Aber es ist der Verteidigungsministerin, die Verteidigungsministerin der Innenaußen. Die hat dann ihre Schwurbelei rausgehauen auf Instagram, kaum verständlich, weil sie im Hintergrund natürlich gekracht hat ohne Ende. Und sie sprach dabei von einem Krieg mitten in Europa. Und da war sie tatsächlich ziemlich aktuell dabei, denn das, was im Hintergrund in Berlin abging, das hat sie da treffend beschrieben. Natürlich hat sie es nicht gemeint, aber es war, man könnte denken, sie hat darüber gesprochen. Sie war mittendrin im Geschehen.
Die Berliner Zeitung hat nämlich eine Bilanz veröffentlicht, wie die westasiatische Partyszene gestern gleich so richtig losgelegt hat. Kaum eingeführt diese Begrifflichkeit und schon lässt es krachen, schon geben die Eventmanager ordentlich Gas. Es gab nämlich 103 Festnahmen, 18 Polizeibeamte wurden verletzt. Wie sowas passieren kann, frage ich mich ja schon ein bisschen. 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden attackiert, wurden ebenfalls verletzt. Und nun zeigt man sich zutiefst schockiert. Giffey hat auf Twitter losgelassen, wie betroffen sie doch wäre. Das, was in dieser Silvesternacht geschehen ist, die Intensität der Gewalt, die wäre mit den Silvesternächten der Vorjahre nicht zu vergleichen gewesen. Wen wundert das? Es wurde auch davon gesprochen, dass, okay, von den 38 angegriffenen Feuerwehrleuten waren 15 verletzt. Es wurde auch angesprochen, dass die Pyrotechnik ganz gezielt verwendet wurde, um Menschen zu attackieren. Also jetzt nicht so dieses im Suff mal irgendwo die Rakete die Straße hochjagen, was in Berlin ist, dann jeder Depp vielleicht ab und an schon mal versehentlich gemacht hat. Also ich jetzt nicht, aber das ist ja irgendwo noch, das ist saublöd, aber da ist zumindest kein Vorsatz vorhanden, andere zu verletzen. Scheint in Berlin dieses Jahr anders gewesen zu sein. Da hat man wohl gezielt Leute angegriffen. Und zwar mit Pyrotechnik, mit brennenden Straßenblockaden, ist gezielt auf Polizei- und Feuerwehrautos losgegangen, hat Rettungseinsätze behindert. Die Polizei musste mehrfach ausrücken, um die Feuerwehr abzusichern, damit die überhaupt arbeiten konnten, weil die Feuerwehr von mitunter 200 völlig abgetretenen, vermummten Idioten bedrängt wurde, attackiert wurde in Kreuzberg. Einsatzkräfte angegriffen mit 200 Vermummten. Ja, ist jetzt nicht ganz so normal, würde ich sagen. Man sieht aber diverse Videos in sozialen Netzwerken und ich würde sagen, das sind die westasiatischen Partymanager. Also ist eine relativ eindeutiges optisches Merkmal vorhanden. Die sehen sich alle sehr, sehr ähnlich, was das angeht, aber da darf man ja nicht mehr drüber reden. Das sind jetzt nicht unbedingt die Schweden gewesen, aber ganz böse, how dare you. Gibt also Videos auf TikTok, auf Twitter, bei Facebook, ich glaube bei YouTube gab es auch ein paar, die relativ gut belegen. Karte, geh mal weg. Die relativ gut belegen, was sich da nur abgespielt hat. Man sieht auch, wie in Neukölln ein Reisebus angegriffen wurde. Auch in diesem Video auf TikTok ganz klar ersichtlich, dass das mal wieder die westasiatische Partyszene war, die da drumherum gehüpft ist. Ist ja nicht so, dass die sonderlich unauffällig sind, was das angeht. Man erkennt es halt einfach optisch. Auch wenn die Grünen das jetzt verleumden würden. Es gäbe ja keine optischen Merkmale, die auf gewisse Kulturkreise und Herkünfte hinweisen. Ja, blöd, ne? Aber das Benennen eben jener Merkmale verbieten wollen. Wenn es die nicht gibt, wie kann man es dann verbieten wollen? Grüne Logik. In Neukölln wurde ein Reisebus erst zerstört, Scheiben eingeschlagen und anschließend wurde da ganz gezielt Pyrotechnik reingeworfen, um den Bus in Brand zu stecken. Das hat auch funktioniert. Der Bus ist abgebrannt. Boah, Videos belegen das Ganze aus mehreren Perspektiven. War definitiv vorsätzlich. Sowas passiert nicht einfach so. Erst Scheibe einschlagen, um dann mutwilligen Brand zu legen. Das ist jetzt nichts, was irgendwo im Vollsuff von ein paar Idioten geschieht. Da ist wirklich ein Plan dahinter. Da ist auch eine gewisse Kausalkette noch da, dass man noch abwägt. Moment, jetzt muss man aber erst die Scheibe einschlagen, um dann das Ding anzufackeln. Das ist nichts, was irgendein blöder Besoffener macht, der einen Böller in die falsche Richtung schmeißt. Also da ist definitiv Absicht. Und das macht es dann eben auch kriminalitätstechnisch ein bisschen anders zu bewerten. Wenn irgendjemand im Vollsuff einen Böller in den Briefkasten schmeißt, ja, dann ist das eine Sachbeschädigung, dann muss er das Ding im besten Fall bezahlen. Das macht man nicht, aber es hat eben eine andere Qualität, als wenn man das ganz gezielt im Rudel macht, um Dinge zu zerstören. Was richtig eklig ist, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich euch die Quelle geben soll. Ich weiß nicht, ob ihr was mitbekommen habt, es gab vor ungefähr drei Jahren, ging das mittlerweile schon los, bei der Berliner Feuerwehr eine Initiative mit dem Namen Berlin brennt. Die haben auch Facebook-Gruppen unter anderem oder Social-Media-Gruppen, unter anderem eine recht große bei Facebook, da lese ich immer ganz gerne mal mit, weil ich das Thema damals schon sehr spannend fand, weil das einfach ein Dauerbrenner ist im wahrsten Sinne des Wortes. Da geht es eigentlich nicht um die westasiatische Partyszene, da geht es normalerweise auch nicht um irgendwelchen Vandalismus, da geht es einfach um die Arbeitsbedingungen für Einsatzkräfte, speziell bei der Feuerwehr. Marode Ausrüstung, schlechte Bezahlung, katastrophale Bedingungen, Überstunden ohne Ende, das ganze Programm rauf und runter. Haben wir damals schon drüber gesprochen, die Feuerwehr in Berlin ist am Arsch. Hat sich nicht allzu viel dran gebessert, gab immer wieder Versprechungen von der Politik, wurde immer wieder vertröstet.
die Initiative Berlin brennt hat damals über den Monat lang eine Feuertonne vom Roten Rathaus stehen gehabt, einfach um eine Art Mahnwache zu halten, um auf die Probleme hinzuweisen. Denn wenn die Feuerwehr am Arsch ist, wenn die ihren Job nicht mehr korrekt ausüben kann, ja, dann ist die ganze Stadt am Arsch. Dann brennt es nämlich im wahrsten Sinne des Wortes. Die Gruppe gibt es immer noch, die Probleme gibt es auch nach wie vor, obwohl es mittlerweile Jahre her ist, seit sich's gegründet hat und die Politik da mehrfach hohle Phrasen gedroschen und leere Versprechungen gemacht hat. Aber da hat sich nun in der Gruppe auch was ereignet, wo ich auch dachte, na holla die Waldfee. Da wurde das gestrige Geschehen natürlich auch thematisiert, waren auch viele der Gruppenmitglieder live im Einsatz, haben das Ganze hautnah erleben müssen, haben mitbekommen, wie da die eigenen Kollegen attackiert wurden, sind teilweise selbst attackiert worden, haben sich da dementsprechend auch teilweise ziemlich verärgert zu Wort gemeldet. Haben mitgeteilt, liebe Berliner Politik, so geht's aber nicht. Also da muss ich langsam was tun, ansonsten ist die Kacke ganz gehörig am Dampfen. Und ich glaube, ich muss mal den kleinen Kater raussetzen. Flanny, du spinnst gerade ein bisschen. Komm mal hier. Ich setze mal kurz den Flannikanten raus, bevor hier noch der Baum oder eventuell der Schrank umfällt. Dafür kommt die Juna rein. Na Jungs, der hat gerade Hummeln im Hintern, der ist ein bisschen langweilig, aber der kann auch oben spielen. Komm, Katerchen. Tauschen wir mal Juna gegen Fladdy aus. Oder Fladdy gegen Juna aus vielmehr. Fladdy geht hoch, Juna kommt runter. Mal schauen, ob sie auch vor die Kamera kommt. Jetzt können wir noch ein bisschen zivilisiert weiterreden. Oder das ist die ganze Zeit rumort. Denn andauernd wackelt irgendwas oder rungst irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt hört, aber ich krieg's mit. Und das nervt schon ganz schön. Zurück zum Thema. In der Gruppe haben beteiligte, betroffene Leute durchaus ihrem Ärger Luft gemacht und auch eine offene Debatte verlangt. Und jetzt ratet mal, was man da in der Gruppe so getan hat. Teilweise die Beiträge gelöscht. Dann kam ein großer Post, dass die Sachen doch bitte erstmal abgewartet werden sollen. Das soll man doch jetzt nicht so breit treten. Also nach dem Motto, Schwamm drüber ist ja gar nicht so schlimm. Bloß nicht unbedingt so offensiv darüber sprechen. Bloß nicht zu stark thematisieren. Es könnte ja die Bevölkerung verunsichern. Und da war ich schon relativ sauer. Sind wohl auch Leute aus der Gruppe geflogen, die im Einsatz waren, die Kollegen dabei hatten, die das Ganze mitbekommen haben. Die haben sie wohl rausgekickt, weil sie sich kritisch geäußert haben über das, was in Berlin los war. Weil man das ja nicht mehr sagen darf. Ja, kann man sicherlich machen. Die Frage ist nur, wem ist denn damit geholfen? Also es ist ja eine interessante Konfliktlösung, dass man das, was man nicht hören will, einfach, ja, wollen wir jetzt nicht drüber reden, weil das passt uns nicht, ist halt nie passiert. Und die Leute, die es ansprechen, die schmeißen einfach raus aus der Gruppe. In einer Gruppe, wo es eigentlich um eine Interessenvertretung gehen sollte, um handfeste Probleme zu lösen, um sich damit auseinanderzusetzen, wie man dafür sorgen kann, dass die Millionenstadt Berlin auch in Zukunft noch vor Bränden geschützt werden kann, beziehungsweise Brände noch gelöscht werden können, bevor die halbe Stadt abbrennt. So schmeißt man die Feuerwehrleute raus, weil sie auf Probleme aufmerksam machen, denen sie ausgesetzt sind. Ja, da braucht man sich nicht wundern, dass da politisch nicht allzu viel passiert. Wenn man der Politik nur einen Arsch pudert und nur so ganz, ganz brav und bückebergerisch ab und an mal so einen kleinen Kritikpunkt vorträgt, ja, was erwartet man denn da? Natürlich muss da auf den Tisch gehauen werden und mitgeteilt werden, ja, hallo Leute, da lief einiges schief gestern. Und das jetzt totschweigen, Schwamm drüber, Gras wachsen lassen. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr das Ganze nächstes Jahr mit einer doch stärkeren Intensität, was die Gewalt angeht. Das behebt doch nichts. Und im übernächsten Jahr wird es noch schlimmer. Aber die Giffey hat ja schon eine Lösung dafür. Denn sie schlägt vor, man müsse ja diskutieren, ob man vielleicht das Böllerverbot ausweiten könne. Ja, weil die da bewusst mit 200 Leuten auf die Einsatzkräfte losgehen, die teilweise in Lichtenrade gezielt Polizeiautos jagen und attackieren, weil die einen Scheiß auf eine Böllerverbotszone geben. Wer ist denn davon betroffen, von so einem Böllerverbot? Das sind dann die Familien, die mit ihrem Kind einfach vor der Tür ein paar Raketen starten lassen wollen. Die kratzt es. Aber eben jene westasiatischen Eventmanager und Konsorten. Auch die anderen geografischen Richtungen, die mit drin hängen. Sicher war doch auch mal Torben-Mitarbeiter, das will ich nicht ausschließen. Die geben doch einen alten Eimer drauf, ob man da nur mit dem Böller rumlaufen darf oder nicht. Das ist in Berlin aber noch nicht angekommen. Ne? Man möchte mal wieder irgendwas verbieten. So die Grüne, das grüne Ideal, wir verbieten einfach alles, dass sich Kriminelle an solche Verbote per Definition nicht halten. Sonst wären sie ja keine Kriminellen. Da guckt man nicht hin. Ist relativ vermessen, Straftäter von Straftaten abhalten zu wollen, indem man irgendwas verbietet. Es ist verboten, Brände zu legen. Es ist auch verboten, andere Leute anzugreifen.
Es ist verboten, Rettungseinsätze zu behindern. Das ist alles nicht erlaubt. Die machen es doch trotzdem. So, was soll da jetzt bitte eine Böllerverbotszone helfen? Jo, gar nichts. Und kontrollieren können sie das in dieser Größenordnung sowieso nicht. Also an der Stelle mal wieder Mittel zum Zweck, um eine grüne Ideologie durchzupeitschen, um mal wieder irgendwas verbieten zu können, was den Grünen sowieso nicht gefällt. Beim Thema Sicherheit in Berlin wird es aber in keinster Weise irgendeinen Einfluss haben. Ist aber auch noch nicht alles, denn auch unser Piratenkapitän ist darauf aufmerksam geworden. Da hat sogar die BZ drüber berichtet. An der Stelle Dankeschön an den Argo-Nerd. Ich nenne ihn immer versehentlich Agro-Nerd, aber er heißt Argo-Nerd. Der hat den Tweet nämlich konserviert, der hat das Ganze gescreenshottet. Der Screenshot hat sogar in die BZ geschafft. Der hat nämlich festgehalten, was unser Piratenkapitän am mittlerweile gestrigen Mittag so vom Stapel gelassen hat. Ich weiß nicht, ob da der Wein, der Restalkohol gesprochen hat oder ob der Gammelahn da alleine drauf gekommen ist. Ich tippe an der Stelle tatsächlich auf Letzteres, das passt nämlich zu ihm. Da ging es nun darum, dass er ebenfalls zutiefst schockiert war, es sich dabei aber um eine kleine Gruppe von Chaoten handele. Also wenn sie da im Rudel mit 200 Leuten in Kreuzberg auf der Einsatzkräfte losgehen, dann würde ich sagen, das ist ein bisschen mehr als eine kleine Gruppe. Und wenn das zeitgleich stadtweit, in Metropolen sogar bundesweit aufgetreten ist, dann kann die Gruppe jetzt auch nicht so klein sein, denn die kleine Gruppe, die kann ja nicht überall sein. In Duisburg gab es Ausschreitungen, ach, in fast jeder größeren Stadt gab es entsprechende Szenen. In Berlin ganz heftig und ganz so winzig. Kann eben jede Gruppe der Beteiligten sowieso nicht ausfallen, denn sonst könnten sie ja nicht in Duisburg und in Berlin randalieren und die anderen Städte erst recht nicht. Aber es wird nur abstruser. Der Tweet ist vermutlich aus einem anderen Grund gelöscht worden, nämlich weil der Gammelahn dann reingehauen hat, dass das Angreifen von Einsatzkräften doch dafür zu führen sollte, dass die Beteiligten ihre Wohnungen gekündigt bekommen. Und da habe ich jetzt erstmal überlegt, okay. Hä? Also was war meine Reaktion? Hä? Auf was für einem Dampfer ist denn der Gammelahn jetzt unterwegs? Natürlich ist es absolut widerwärtig, Rettungseinsätze zu behindern und Leute zu attackieren, die anderen helfen wollen. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist ill. Also die gehören ordentlich mal ein paar Nächte in der schwedischen Gardine, damit sie drüber nachdenken können. Aber was ist denn das für ein Äpfel- und Birnending? Also in der Regel sind die Einsatzkräfte, die irgendwo beispielsweise bei einem Brand da löschen wollen, in der Regel sind es nicht die Vermieter der Straftäter. Nicht die Vermieter derer, die auf die Leute, die anderen helfen wollen, losgehen. Es sind auch in der Regel nicht die Leute, die auch nur am Rande irgendetwas mit diesen Straftätern zu tun haben. Also die Vermieter sind da normalerweise fein raus. Das Thema, wo auch immer die wohnen, hat damit null Komma Niente gar nichts zu tun. Das wäre so, als wenn man sagt, so, da hat aber jetzt jemand nicht für die Mathearbeit gelernt. Das ist jetzt deutlich harmloser, klar. Hat jemand nicht für die Mathearbeit gelernt, deswegen kriegt er 3 Jahre später zu Weihnachten kein Dessert. Also wirklich völlig absurd. Und auch eine relativ, relativ gefährliche Kiste. Denn wir haben ja eigentlich gewisse strafrechtliche oder rechtsstaatliche Grundprinzipien. Eine Strafe muss sich ja auch immer ein bisschen auf eine Tat beziehen. Da muss eine klare Tat gesühnt werden für Geldstrafe, Gefängnis und so weiter und so fort. Muss aber eben auch irgendwo einen, sinnvoll ist die falsche Bezeichnung in dem Fall. Aber ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. Muss irgendwo einen nachvollziehbaren Kontext haben. Irgendwas völlig Willkürliches, das ist im Strafrecht eigentlich oder generell im Rechtssystem eigentlich nicht erlaubt. Und jemandem eine Wohnung zu kündigen, weil er irgendwo Scheiße gebaut hat, ja, wenn diese Scheiße was damit zu tun hat, dass er zum Beispiel beim Vermieter dann einen Briefkasten gesprengt hat oder das Treppenhaus in Brand gesteckt hat, ja, natürlich, dann kann man das argumentieren. Aber was völlig anderes reinzuziehen? Als, ja, was soll denn das für eine Strafe sein? Abgesehen davon, ja, herzlichen Glückwunsch, da sind die Straftäter nämlich künftig alle Obdachlose in Berlin. Das könnt ihr gerne machen. Ja, da werden vielleicht mal ein paar Wohnungen frei, da können sicher dann andere Leute einziehen. Aber was kommt denn dann als nächstes? Könnt ihr sie gleich abschießen vielleicht? Na, das ist ja nicht mehr erlaubt. Also das ist abstrus. Da weiß ich auch nicht, was man da irgendwie rationell zu sagen soll. Ja, wenn da jemand eine Straftat begeht, ja, dann kündigen wir dem eine Wohnung. Ach so, ja. Und vielleicht verbieten wir ihm dann beim nächsten Mal ein Netflix-Abo und dann nehmen wir ihm das Busticket weg oder was. Also das ist doch echt. Ändert vor allem auch nicht allzu viel am Thema Straftaten. Denn selbst wenn man dieses Mittel
jemandem eine Wohnung kündigen, weil er irgendwo anders eine Straftat begangen hat, was wirklich ekelhaft ist, die Straftat. Aber selbst wenn man das macht, ja, das, sowas wird doch eh nicht durchgesetzt. Also man hat doch bereits geltende Gesetze. Man kann die Leute doch schon hinter schwedische Gardinen setzen. Man kann da doch schon Geldstrafen verhängen. Man kann sie zu Sozialstunden verdonnern, damit sie bei der Feuerwehr vielleicht mal die Diplos putzen und nochmal drüber nachdenken, ob sie die Leute, die anderen helfen, wirklich attackieren wollen. Wenn es aber nicht gemacht wird, wenn das die Strafen, die zur Verfügung stehen, die Mittel, die zur Verfügung stehen, nicht ausgeschöpft werden, ja, dann ist es doch absurd, immer mehr Schwachsinnsbestrafungen einzuführen, die dann auch wiederum nicht angewandt werden. Also, richtig, Prinz Eisenherz, man könnte sie zum Beispiel, wenn sie denn nicht dementsprechend Staatsangehörige sind oder einen begründeten Aufenthaltsstatus haben, könnte man sie auch in den Flieger setzen, dahin schicken, wo sie herkamen. Das wäre auch eine Option. Ist ja bei vielen dieser Großangriffe, wo da im Rudel auf irgendwen losgegangen wird, nicht gerade selten, dass da dann rauskommt, geduldet. Antrag abgelehnt, aber geduldet. Ach so. Ja, wenn wir über sich zu großen Teilen illegal aufhaltende Leute in einem Land reden, ja, dann sollte man vielleicht auch da die vorhandenen Rechtsmittel mal verwenden und die Leute, die regelmäßig auffällig werden, schlichtweg dorthin zurücksenden, von wo sie kamen. Das wäre die einfachste Möglichkeit. Aber nee, jetzt kommt der Piratenkapitän, sollen wir denen doch die Wohnung kündigen. Ja, und was machen sie dann? Im schlimmsten Fall holen sie sich irgendwo eine andere Bleibe. Ja, das ist die Problemlösungsstrategie vom Piratenkapitän, der offensichtlich in keinster Weise irgendwo rechtliche Grundsätze verstanden hat. Muss nämlich auch, ich habe jetzt den Fachbegriff nicht mehr, den richtigen Fachbegriff nicht im Kopf, ist unser Franzose gerade noch wach, gerne mal reinwerfen, du weißt, denke ich, was ich meine. Es muss mittelbar sein, so rum. Strafrecht muss, oder Recht generell muss mittelbar sein, damit es auch für jeden verständlich ist. Muss also jeder nachvollziehen können. Es ist aber eben nicht nachvollziehbar, warum man jemanden, was weiß ich, einen Fernseher wegnehmen will, weil er beim Nachbarn in den Briefkasten geschissen hat. Das ist Quatsch. Da muss irgendwo eine gewisse Logik da sein. Klar kann man jetzt über einzelne Strafmechanismen im Detail diskutieren, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Aber wenn es dann komplett ins Absurde abkleidet, was der Captain Gammel an da offensichtlich gerade versucht, ich denke, da kann man nur noch den Kopf drüber schütteln. Und sowas als Minister. Finde ich auch immer so lustig, wie er sich bei Twitter dann verkauft. Der Professor. Ja, mag ja sein, dass er theoretisch so einen Titel hat, aber als Professor, da hat man ja auch eine gewisse Erwartungshaltung. Also zumindest alle anderen an den Professor. Wenn der Professor dann mit so einem Scheiß um die Ecke kommt. Ja, und selbst wenn er Professor der Kunstgeschichte ist, nichts gegen Kunstgeschichte, aber ich denke auch, das ist verständlich, wie ich das meine, von jemandem, der sich selbst als Professor rühmt, da erwartet man zumindest die Fähigkeit des eigenständigen Nachdenkens und vielleicht so ein paar Grundprinzipien von der Rechtsstaatlichkeit, vielleicht auch so ein bisschen Kriminologie und vor allem auch ein bisschen Realismus. Und wenn auffällt, da gibt es offensichtlich ein Problem in einem gewissen Bereich, das wollen wir damit lösen, indem wir den Bereich einfach umbenennen, das Totschweigen. Und dann führen wir noch mehr absurden Schwachsinn ein, den sowieso keiner jemals durchsetzen, wer er wird und durchsetzen kann. Ja, Glückwunsch. Lieber Gammel an, was macht man denn eigentlich, wenn der Straftäter keine eigene Wohnung hat, sondern bei Mutti wohnt? Schmeißt man die Mutter dann raus? Oder wenn er bei seinem Onkel wohnt? Oder mit Freunden in der WG, fliegt dann die ganze WG raus? Also es ist einfach absolut weltfremd. Ja, das ist völlig durch, das kommt mir aber auch so vor. Gucken wir uns aber die nächste Meldung an, denn ein bisschen was haben wir, glaube ich, noch. Wir sind fast durch, aber noch eine Sache, die leider in einer Paywall versteckt war, die wollen wir auch noch kurz besprechen. Nämlich von der Weltzeitung Welt Plus, Welt am Sonntag. Die haben da was ausgegraben, was bisher mal als Verschwörungstheorie galt. Und wahrscheinlich ist es deswegen hinter der Paywall versteckt, aber es ist einen Blick wert, würde ich meinen. Unsere Endzeitsekte, die sich ständig irgendwo festkleben und der Meinung sind, sie wären da die Retter der Welt und übermorgen werden alle tot, die machen das vielleicht nicht unbedingt, weil sie da wirklich, also machen es sicher viele, weil sie dran glauben, aber die machen das vielleicht nicht unbedingt nur, weil sie dran glauben. Nun ist nämlich aufgeflogen, dass zumindest in Teilen eben jene Weltuntergangsextremisten, Straftäter, also gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, Nötigungen und so weiter und so fort, dass die Geld dafür kriegen. Ein Verein aus Tempelhof, noble Adresse in den Tempelhofer Filmstudios, relativ nah am S-Bahnring, also nicht gerade die günstigsten Mietpreise, die es da gibt, wenn man sich da irgendwo einmietet, ist durchaus, ist ein bisschen Geld dahinter, wenn man sich das leisten kann.
Ein dubioser Verein aus Tempelhof, der wirbt gezielt sogenannte Aktivisten an. Die Welt am Sonntag hat Schulungsunterlagen dieser Leute in die Hände bekommen, hat da wohl auch Nachrichten abgefangen, hat sich da ein bisschen eingelesen und dabei kam raus, dass in Rekrutierungsseminaren, wie es so schön genannt wurde, Versprechen gegeben wurden von Seiten der Organisatoren, Zitat, es wäre sehr viel Geld da, sie hätten sehr viel Geld. Man wirbt also gezielt ein gewisses Klientel an, verspricht diesem Klientel in Online-Schulungen, es wäre ja sehr viel Geld da, man hätte sehr viel Geld und das Einzige, was sie dafür machen müssen, ist, dass sie sich irgendwo ankleben und Straftaten begehen. Hieß es nicht vor einigen Tagen noch ganz groß, es wäre ungeheuerlich und how dare you, wie kann man denn von organisierter Kriminalität sprechen bei diesen süßen kleinen Weltuntergangsfetischisten? Wurde uns das nicht erzählt? Sie hätten doch nur Angst und sie wollen doch nur die Welt retten. Aha, also wenn jemand von einem Verein angeworben oder von irgendeiner Organisation, ist ja egal von was, von irgendetwas angeworben wird und bezahlt wird für Handlungen, die nicht nur gegen Gesetze verstoßen, gut, Gesetze können sinnlos oder sinnvoll sein, die aber gezielt in die Freiheit anderer Leute eingreifen, gezielt anderen Leuten schaden sollen. Wenn dafür jemand bezahlt wird, für Straftaten, dann ist das doch die Definition von organisierter Kriminalität. Also organisiert A, weil da ganz gezielt rekrutiert wird, die in Seminaren auch noch fit gemacht werden und denen versprochen wird, ihr werdet bezahlt und die mutmaßlich auch noch bezahlt werden. Ja, das ist organisiert A in Reinform und Kriminalität B, wenn Straftaten begangen werden und dafür bezahlt wird. Naja, es ist organisierte Kriminalität. Wurde bis heute ja abgestritten. Wie wollen Sie das jetzt wieder schönreden? Was ich mich auch frage, ist, wo kommt denn die Kohle her? Wenn da angeblich sehr viel Geld wäre, wenn die sehr viel Geld hätten, wofür ja spricht, dass sie sich eine noble Adresse in Berlin leisten können und offenbar auch noch ein gewisses Klientel finanzieren kann, die sich dann auf irgendwelchen Flughäfen festleimen, wer bezahlt denn die Spesen? Zum Teil kommt das aus Steuergeldern, das wissen wir ja, über 100.000 Euro haben sie ja Subventionen gekriegt, aber das reicht ja nicht. Muss noch ein bisschen mehr im Hintergrund sein. Die Kanäle würde ich gerne mal sehen. Also ohne Witz jetzt, das meine ich tot ernst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man es sich erlauben kann, gezielt nach Schachfiguren zu suchen, die man irgendwo dann festleihen lassen kann gegen Bezahlung, dann scheinen die Dukaten aber relativ locker zu sitzen. Die Welt berichtet noch, dass dieser Verein bisher relativ unauffällig war. Da sitzen wohl auch andere, die Schulschwänzer, die haben da auch eine Distribution sitzen, die freitags dann das Weite suchen und einen Unterricht verlassen, den sie lieber besuchen sollten. Die haben da alle ihre Vereinssitze, aber der Verein, der da gezielt anwirbt, der ist wohl bisher überhaupt nicht aufgefallen, der war wohl relativ unterm Radar und nun ist ausgerechnet im sogenannten Mainstream aufgefallen. Es wäre eine Verschwörungstheorie gewesen, wenn das zum Beispiel in Boris aufgedeckt hätte. Wenn die Weltzeitung das sagt, na, dann kann man es schlecht verleugnen. Die können sie auch belegen. Die haben ja offensichtlich die Unterlagen, hat die Welt am Sonntag zumindest so wiedergegeben. Dann interessiert es mal wieder keinen. Das ist faszinierend, oder? Wenn man es nicht diffamieren kann als angebliche Verschwörungstheorie, dann will da keiner so richtig drüber reden. Ja, natürlich gab es einen Artikel drüber bei der Welt. Aber dass das mal großflächig irgendwo aufgegriffen wurde, hätte ich jetzt nicht gesehen. Und ich habe jetzt zwar nicht ganz gezielt gesucht, ich suche ja immer so flächendeckend, ich gehe mal alles Mögliche durch, aber ich habe diesen Artikel oder dieses Thema auch nur bei der Welt gefunden und auch da nur hinter der Paywall. Wenn man das jetzt gezielt mit Stichworten sucht, na klar findet man da auch andere Artikel, die sich drauf beziehen. Aber wer macht denn das in einem normalen Medienkonsum? Wer, der, was weiß ich, abends heimkommt, setzt sich denn an den Rechner und sucht ganz gezielt nach gewissen Vorkommnissen. Das setzt ja schon voraus, dass man überhaupt weiß, dass sie existieren. Die meisten Leute, die schlagen ihre News-Ticker auf, gucken in die Zeitung, machen die Tagesschau an. Das heißt, die sind ein Stück weit darauf angewiesen, dass sie überhaupt erstmal was mitbekommen von der Thematik. Wenn sie das nicht mitbekommen haben, dann können sie auch nicht weiter danach recherchieren. Und da wäre ich schon von ausgegangen, dass bei so einer gravierenden Sache, die über Monate hinweg die Bevölkerung in Aufruhr versetzt, könnte man fast sagen, und das klingt eigentlich viel zu lustig an der Stelle, dass bei so einer Sache dann ein bisschen mehr berichtet wird und dass man auch ein Interesse daran zeigt, medial und politisch, dass man guckt, wo die Knete herkommt. Und erstmal schaut, ob das nun validiert ist, ob das verifiziert ist, dass sie bezahlt werden, das scheint ja so zu sein, und auch die Höhe der Gelder, die geflossen sind, wüsste ich gern. Könnte man vielleicht einen relativ lukrativen Zweig der organisierten Kriminalität sogar austrocknen?
Und wenn da dann eventuell noch andere Straftaten dranhängen, sagt ja keiner, dass das Geld unbedingt legal ist, was da über den Ladenteppich, was da über die Ladentheke oder unter der Ladentheke durchgereicht wird. Könnten ja auch Sachen wie Geldwäsche dabei sein oder sowas oder Geld auf Straftaten, wer weiß das schon. Da sollte man doch eigentlich schon mal wissen wollen, was läuft denn da eigentlich ab. Von Seiten der Medien und auch von Seiten der Politik. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja, die Meldung kam ja auch erst vorhin, aber normalerweise bei anderen Sachen, wenn mal wieder Angst verbreitet werden kann, dann springen sie sofort alle auf. Aber mir kommt so vor, als würde man da, ja, man hat das zur Kenntnis genommen. Ist ja schön, dass die Welt das gemacht hat, aber wir wollen da nicht drüber reden. Und vielleicht in der Randnotiz erwähnen wir das mal. DJ schreibt, wird vielleicht der ein oder andere Politiker mal eine Finanzspritze gegeben haben. Das ist die eine sehr wahrscheinliche Vermutung. Das war auch meine erste Idee. Würde mich nicht überraschen, wenn es von Seiten der Grünlinge oder so finanziert würde. Aber da könnte man ja mal als großes Mainstream-Portal sich dahinter hängen. Und da gibt es ja einige in dem Land. Ich bin froh, dass die Welt das überhaupt thematisiert hat. Weil das doch exakt das ist, was schon vor vielen Monaten zumindest mal in den Raum gestellt wurde, wo man nachgefragt wurde, werden die nicht vielleicht bezahlt für den Irrsinn? Ja sicher, das ist ja immer so ein Vorwurf, der kommt ja relativ schnell. Jeder wird immer für alles bezahlt. Ich werde ja auch von allen bezahlt, von den Russen und von allen. Zumindest wenn man einen gewissen Leuten Glauben schenken möchte. Aber hier haben wir ja nun wirklich eine Sache, wo beharrlich wiederholt Straftaten begangen werden und Bußgelder von unseren Geldern finanziert werden. Also aus unseren Steuergeldern finanziert werden. Da werden also 1000 Euro Bußgelder verhängt und das juckt irgendwie keinen. Übermorgen kleben sie wieder irgendwo. Und das sind meistens Leute, das ist ein Klientel, da fragt man sich schon ein bisschen, also ist jetzt nicht so, dass sie da auf einem goldenen Elefanten angeritten kamen. Das sind ja dann doch eher Leute, wo nicht allzu viel zu holen ist. Mag in Einzelfällen anders sein, Luischen und so sieht natürlich anders aus, aber die irgendwo festkleben, das sind irgendwelche Studenten, Teenager, da ist ja nicht viel. Und wenn die dann trotzdem wiederholt irgendwelche Straftaten begehen und drauf scheißen, ob sie Bußgelder bezahlen müssen, wo man sich auch fragt, wie machen die das eigentlich mit der Logistik? Kostet ja auch ein bisschen Geld, da ständig von A nach B zu gondeln. Muss also irgendwo Finanzfluss da sein, hätte ich mir direkt als Schüler nicht leisten können. Dann deutet das schon darauf hin, dass da eventuell fremdes Geld für verwendet wird. Und das hat nun die Weltzeitung mitbekommen und offensichtlich werden sie so auch ganz gezielt angeworben. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen das Klientel. Denn wenn jemand, der sowieso finanzielle Engpässe hat, was es gerade in großen Städten sehr oft gibt, Studenten und sowas, die wissen wirklich oft nicht, wie sie einen Kühlschrank vollkriegen sollen. Wenn man denen verspricht, wenn ihr euch irgendwo anklebt, zahlen wir nicht nur eure Rechnungen, eure Strafzettel, sondern ihr werdet auch noch dafür bezahlt. Ja, das sind wahrscheinlich relativ viele dann durchaus geneigt zu sagen, ja, kein Problem. Wenn ihnen dann auch noch versprochen wird, ein paar Anwälte haben wir auch noch, die boxen euch auch wieder raus, also alles ganz, ganz safe, ihr müsst nur ein bisschen auf Weltuntergang machen und trommeln. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der dann im Zweifel sagt, ja, ich klebe mich an, das ist ja kein Problem, lass die Knete überwachsen. Und wir haben ja vor mittlerweile über einer Woche auch schon drüber geredet, dass einer dieser Weltuntergangsextremisten, ein bezahlter Laiendarsteller ist, der sich mieten lässt für Werbekunden jeglicher Couleur. Er hat schon Automobilwerbung gemacht, der hat also sein Künstlerprofil, ist ja völlig in Ordnung, da kann man sich sein Taschengeld relativ gut aufbessern. Als Schüler, als Student, das ist eine angenehme Angelegenheit, wenn man da ab und an mal einen Auftrag kriegt, habe ich ja auch früher relativ oft gemacht, so Komparsensachen und sowas. Zeigt aber eben, wenn der sich auf der einen Seite für einen Automobilhersteller bezahlen lässt, auf der anderen Seite aber trommelt, dass Autos ganz, ganz böse sind und übermorgen die Welt untergeht und wir sofort den Verkehr verbieten müssen, könnte das vielleicht sein, dass er dieses Gedrommel auch eher deshalb gemacht hat. Mag sicherlich auch Leute geben, die da überzeugt von diesem Irrsinn sind. Aber ob die irgendwo dann festgelähmt rumsitzen, ob die das immer machen, weil sie wirklich komplett dämlich sind oder weil sie sich damit die Haushaltskasse ein bisschen erleichtern, nein, nicht erleichtern wollen, weil sie sich den Haushalt ein bisschen erleichtern wollen, das sollte man sich schon mal genauer anschauen. Also ich hoffe, dass da noch mehr kommt von Seiten der Weltzeitung. Und wir sehen eine mutmaßlich wahr gewordene neue Verschwörungstheorie. Aber jetzt machen wir erstmal Feierabend. Mal gucken, ob ich noch eine Juna kriege. Ist ja schon wieder spät genug. 20 vor 1. Juns? Junschen? Ich habe euch ja noch eine Chefin versprochen. Dann muss ich euch eigentlich auch eine Chefin liefern. Aber ich sehe sie gerade nicht. Juna? Ach doch, ich sehe sie in ihrem Büro. Sie hat schon zur Kenntnis genommen, dass ich sie gerufen habe. Aber sie denkt von wegen, ja, ich sehe doch, wo sie ist.
Schaut mal, da ist das weiße Lätzchen. Mal schauen, vielleicht kommt sie ja doch nochmal her. Junzi! Oh, hier ist leider gerade kein Haargummi zum Wegwerfen da. Komm, Junzi, komm hier! Oh, das ist Chefin im Dunkeln. Schneiderlein, was heißt hier schon wieder Schluss? Wir sind seit fast einer Stunde dabei. Und wir sind vorhin schon über 2 Stunden ausgeritten. Ich glaube, den Feierabend haben wir uns verdient. Am ersten Tag des Jahres, des neuen Jahres. Nee, DJ, ich habe gerade leider kein Haargummi zur Hand. Das ist das Problem. Mein Haargummi liegt oben. Und ich sehe hier auch gerade keins rumfliegen. Junchen. Schneiderlein ist immer zu spät. Ach, ihr seid alle noch pünktlich. Ihr könnt ja zurückspulen. Ja, von wegen, wir brauchen heute nicht lange. Aber da seht ihr wieder, kaum hat das Jahr angefangen und schon haben wir Irrsinn ohne Ende. Täterbeschreibungen will man kurz sagen, umetikettieren, damit keiner mehr so genau weiß, was gemeint ist, weil alles andere ja angeblich diskriminierend sein könnte. Die Partys, nicht die Partyszene, die Weltuntergangsszene wird offenbar von irgendeinem Verein finanziert oder bezahlt dafür, was sie tut, finanziert ja sowieso. Ja, kann man ja mal machen. Es verspricht also ein irrsinniges Jahr zu werden. Juna mag nicht. Na, dann verabschiede ich euch. Juna, dann mache ich es halt selbst. Den Fladikanten habt ihr gesehen. Frank schreibt, ist doch scheiße mit dem Kleben, kann man nicht aufs Klo gehen. Wir hatten uns auch das Pressefoto angeschaut. Wisst ihr das noch? Habt ihr das im Kopf, wo der bedroppelt reinklotzte Typ mit der halben Straße an der Hand dann nach Hause gehen durfte? Das war der, den man mieten kann für alle möglichen Werbesachen. Ja, hat die Polizei ihn grob rausgeflext. Hatten sie keine Lust, ihn dann noch mit der Zahnbürste freizukratzen. Ja, das passiert. Haben sie die Straße aufgeflext, den Typen da rausgemacht, mit der Platte an der Pfote und durfte heimgehen. Die Betonhand. Dann aufs Klo gehen, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Aber jetzt schlaft alle gut, nicht ärgern lassen von dem ganzen Irrsinn und gucken wir mal, was nachher dann so an Meldungen kommt. Wir sind ja für den ersten Vlog definitiv schon gut dabei, was absurde Meldungen angeht. Mal gucken, ob es noch absurder wird. Ich war gerade kurz davor zu sagen, es kann ja nicht mehr abstruser werden. Ich bezweifle aber, dass das der Wahrheit entspricht. Also will ich euch jetzt nicht verbindlich mitteilen, dass es nicht absurder werden kann. Es kann mit Sicherheit noch absurder werden. Und ich fürchte fast, das werden wir in diesem Jahr auch noch erleben. Mal gucken, was uns dieses Mal als neue Angst- und Panikwelle verkauft werden soll. Mal gucken, was uns die Grünlinge noch als großen Fortschritt anpreisen wollen. Vielleicht kommt da wirklich der Eselkarren oder sowas. Oder so eine Ritschka oder solche Dinge. Und statt Bahnen fahren, dann dressieren. Das kann ja alles passieren. Aber da reden wir drüber, wenn es soweit ist. Ich traue mich schon gar nicht, in mein Schildbürgerbuch zu schauen. Ich habe echt Angst. Das ist so eine Art Drehbuch für die Grünlinge. Jetzt aber wirklich bis nachher. Haben genug geredet für heute. Für jetzt, für später noch nicht.